Spandau gegen Berlin. Sie haben es wirklich wahrgemacht. Sie sind den weiten Weg von, habe ich Spandau gegen Berlin gesagt, Spandau nach Hamburg gekommen. Hand of Blood, Kalle. Seht euch an, wie motiviert sie sind. Sie sind unglaublich froh, hier zu sein. Und jetzt geht's los. Zuerst in Quake und dann noch in zwei anderen Spielen. Haben wir überhaupt einen Cold Opener? Haben wir einen Opener? Okay, Leute. Erstmal großen Dank, dass ihr gekommen seid. Henno? Sollst die Schnauze halten. Okay, Kalle? Was er sagt. Okay, cool. Ja, für alle, die jetzt erst einschalten Mann, und nicht genau wissen, was hier überhaupt los ist. Diese zwei frechen Jungs. Also eigentlich ist Henno komplett schuld an dieser Geschichte, das kann man wirklich so sagen. Ja, Kalle wurde irgendwie mit reingezogen. Kalle wurde mit reingezogen. Ja, eigentlich wegen dir, weil du gesagt hast, du willst 2 gegen 1. Sonst hätten wir hier die ganze Zeit nur ein 1-1 machen können. Also seit wann nimmst du denn ernst, was ich sage? Ich habe das einfach nur gesagt. Ich habe eigentlich damit gerechnet, also, dass du sagst. Du kannst dich nicht beschweren hier. Henno, ich habe gedacht, dass du sagst, nee, komm, wir machen 1 gegen 1. Aber dass du es auch sofort annimmst mit dem 2 gegen 1. Was soll das denn? Ja, weil wir machen anschließend auch ein 2 gegen 1, wo ich einer bin. Das hast du jetzt nicht gesagt. Wollen wir das schon verraten? Nein, aber ich teaser das. Was meint der bloß? Jo, okay, also Henno hat gesagt, wir haben nichts drauf, wir sind alt und wir haben im E-Sport keine Ahnung. Und in jedem Game, das wir spielen, würde er uns vernichten. Ja. Das waren noch die Worte. Yeah, Competitive Games. Competitive Games. Und deshalb habe ich gesagt, nehmen wir das Competitive Game Number One, meiner Meinung nach, Quake 3 bzw. Quake Live. Und wir zocken jetzt einfach. Ich habe gesagt, ich zock auch 1 gegen 2. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. Sehen wir dann. Aber scheißegal, man muss auf jeden Fall auch immer eine große Fresse haben. Das ist also schon eine halbe Miete. Also rechne ich dir groß an, dass du durchziehst. Ja. Weil ich fände es sehr unangenehm. Klar, über Twitter gibt es immer viel dummes Gelaber, mache ich auch selber. Ich glaube, da sind wir uns auch ein bisschen ähnlich. Aber wenn die dann bei mir vor der Tür stehen, das fände auch ich dann unangenehm in dem Moment. Ja, das aber das finde ich nice, dass du durchziehst. So eine richtige Flair-Aktion. Ja, so Farid Bang, ich komme auf dein Konzert. Komm vorbei. Wir besuchen hier einfach ein Zuhause. Nein, ich bin auch tatsächlich ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich sehr. Und ja, das Ganze ist Live-Chat, ja, natürlich, was denkt ihr? Gut, dann fangen wir jetzt einfach an, weil wir haben nicht so viel Zeit. Wir wollen ja auch noch andere Spiele vielleicht spielen. Und deshalb fangen wir einfach an. Die Idee ist jetzt einfach, wir spielen Quake Live. Du und Kalle seid in einem Team. Wir spielen quasi nach Team Deathmatch-Regeln. Also ihr seid ein Team, ich bin das andere Team. Und Match dauert 15 Minuten. Wer am Ende mehr Frags hat, also welches Team mehr Frags hat, eure werden natürlich addiert, hat gewonnen. Cool. Alles cool? Ja. Seid ihr bereit? Ich fühle mich gut. Ich freu mich. Darf ich noch? Ja, dann. Nee, sag ruhig, Kalle. Ich wollte noch jemanden grüßen vielleicht. Aber wen denn? Woody. Mutti? Woody. Den Namen habe ich noch nie gehört. Den hast du unten gesehen. Ja, aber ich wollte ihn einfach mal grüßen. So. Okay, dann grüßen wir auch noch. Woody, schön. Peinlich, ist mir jetzt unangenehm. Ja, mir ist auch unangenehm. Okay, let's go, Leute. Dann drückt mal F3, wenn ihr soweit seid. Wir legen jetzt einfach hier los. Los. Okay, dann gibt's ja auch die Fresse. Kalle ist ready, steht bei mir. Alles klar, geil. Komisches Spiel. Geiler Scheiß. Von 1997. 3, 2. Kann ich auf den Tasten die Waffen wechseln? Wie jetzt alle ruhig. Oh, da ist er in der Mitte. Ich habe ihn gesehen. Oh, der hat die rote Rüstung. Da müssen wir jetzt erstmal schauen, wie wir damit umgehen, ne? Mhm. Kalle, weißt du, wo der Rocket Launcher ist? Nee. Der bufft sich hoch, ne? Der sammelt viel alles Rüstung ein. Hinter mir. Alles. Der hat so einen Laserstrahl. Ich hab ihn gerade gehört. Hier bei mir. Der hat den Raketenlauncher auch. Wo gibt's den? Der hatte den, war der eben, der ist hier hochgegangen. Ja, aber ich habe halt nur diese Kackwaffe. Eieiei, der macht uns ganz schön. Der sagt nur gar nichts mehr. Ja, der ist richtig konzentriert. Der hat jetzt diesen Vierfachschalen. Jetzt muss ich verstecken. Echt? Ja, verzieh dich. Verzieh dich! Oh, ich höre die ganze Zeit so Sachen. Ich glaube, dich höre ich auch ganz oft. Ja, wir spielen jetzt auf Zeit. Der hat mich weggemacht. Ja, aber wir kommen über Slate, Kalle. Ja. Die Squad Damage läuft ja irgendwann ab, oder, Eddie? Läuft es ab? Der hört uns gar nicht mehr zu. Oh, das bist du. Ja. Okay, jetzt Konzentration, Kalle. Also, ja. Das Ding ist, wir brauchen auch so Rüstung. Ja. Oh! Alter, der fliegt da durch die Gegend.
Wir müssen auch diese Raketenwerfer finden, Kalle. Hier, ich hab ihn! Jetzt wird zurückgeschossen. Okay, ich habe eine Rüstung gefunden, das ist schon mal gut. Der hüpft doch da oben immer lang. Ja, Highground, ey. Kalle, jetzt steig mal. Alter, ist die Maus hier. Erstes Mal, dass er was sagt. Hey, wo liegen die Waffen? Ich weiß es nicht. Wer hat hier was eingesammelt? Hier ist ein Rocket Launcher. Max, wo? Hier spawnt er. Jetzt weiß er doch, wo wir sind. Ah. Gib ihm, gib ihm. Alter. Ja, ich hab ihn. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir ihn. Weil jetzt ist er auf null. Ja. Und jetzt wird zurückgeschossen. So, sammel dir so Rüstung ein. Jetzt ist wieder in einem großen Loch. In dem großen Loch? Ja, hier vorne. Ja, keine Ahnung, wie hier die Korridore heißen. Zugriff. Guck mal, jetzt, wir dürfen dem jetzt nicht so rote Rüstung. Weißt du, wo die rote Rüstung ist? Der kommt. Scheiße, Bruder. Der denkt. Mann! Das darf er nicht. Ja, da reicht halt ein Schuss, ne? Ja, ja. Oh. Hier kann er das. Das war ich, das war ich. Oh, was? Oh, ich hab ihn angegriffen, aber ich weiß nicht, ob das... Ah, deswegen ist er mir oben. Bist du schon wieder tot? Hey, du bist viel öfter gestorben. Okay, wir reden jetzt auch nicht mehr, Kalle. Sag, wo ist? Unten. Ja, unten. Unten. Hinter mir. Das bist... Der ist aber auch immer an den Hotspots, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Der Pass weiß, wie es läuft. Ja, 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 er ist über mir. Hier klettert da, wo die, ja, da wo die rote Rüstung oben ist. Geh da nicht hin. Hä? Wo ist er? Ja, 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 da komm ich nicht, Eddie. Boah. Ich würde dir gern sagen, wo er ist, aber ich weiß ja nicht. Ja, wie. Unten ist er. In der Luft. Der Jungs, was ist los? Spielt ihr schon? Ja, 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 ja. Ich komme gleich. Guck mal, Etienne ist auch noch hier. Oh, weia, das klatscht. Kalle, lass mal zusammen rumrennen. Weil dann spielt er Raketen. Wo bist du denn? Bei der roten Rüstung. Ah ja, da bin ich auch. Sehr gut. Gut, dass du dir nicht snackst. Ja, yeah, ja. Ja, ich brauche Rüstung. Oh, der ist jetzt hier. Ja, ja, ja. So. Jetzt hab ich mal das Ding. Scheiße. Aber verlier es nicht, Bruder. Ja, aber du kannst es einsammeln. Ja, das... Wow! Und jetzt holt er sich das Ding! Wir können uns auch schlagen. Also, ich meine echt. Also... Ja, Leute! Wenn du das willst. Eins gegen zwei ist auch klar ein Vorteil. Ja, das merkt halt, man. Man muss sich das nicht ist anstrengen. Alte Schule hier, Leute. Ihr müsst zocken. Ja. Machen wir doch. Das ist nicht diese neumodischen Sachen, wo es irgendwie Tutorials gibt und weißt du, jetzt, wo du 15 Tricks hast. Weißt du, jetzt hier 10 Minuten die Schnauze? Wir müssen hier das ganze Commentary spielen. Das ist noch was, wo man Skill braucht. Map Control und so. Nee, Map Knowledge braucht man. Map Control, was kommst du noch? Erzähl mir. Jetzt hast du auch eine Railgun. Ah, na, oh, doch. Alter. Ja, so. So. Das gibt doch nicht. Oh, da habe ich dich erwischt. Zack. Impressive, sagt der Sprecher hier. Ich hab's schon ein bisschen an, dass ich einen Track gemacht habe, ehrlich gesagt. Ja, danke. Jeder ein vor allem, das muss so aussehen. Wo ist so eine Rüstung? Oh, weia. Ich mach erstmal einen Abflug. Ja, aber der weiß, glaube ich, wo du dann kommst. Weißt? Ja, der weiß alles, gefühlt. Das ist das Problem. Hör ich doch eine Railgun? Hör ich da irgendwo eine Railgun? So, jetzt kenne ich die Map, jetzt können wir eigentlich anfangen. Mir geht's ähnlich. Der
Orientierungslos läuft er da durch die Map. Muss hinhören. Bei diesem Spiel muss man hören, wo der Gegner ist. Mhm. Ist ganz wichtig. Kannst du mir noch einen Tipp geben? Du machst mich einfach mit deinem Laser da zunichte. Ja, der hat wieder diesen vierfachen Schaden. Ach, schon wieder? Der weiß halt, wo der ist. Ich weiß auch, wo der ist, aber ich kämpfe da die ganze Zeit. Oh, hinter mir. Immer wieder. Der hat es wieder. Wie geht das? Geht das? Aber noch 12 Sekunden stand. Nee. Alter, was ist hier los? Da knattert's. Okay, ich finde halt keine Waffe. Hier ist eine, das weiß ich. Du hast es ja immer noch! Wie lange hält denn der Bums? Also, ich bin. Warte mal. Wie lange hält das? Hallo! 30 Sekunden oder so. Oder bis ihr mich frackt, dann könnt ihr es einsammeln. Aber das ist natürlich sehr unrealistisch. Yeah. Nicht da runter. Ey! Alle! Ich brauche eine andere Waffe. Ich habe immer nur diese Sniper. Warte mal. Ist ja der hier? Oh, Scheiße. Alter, was ist hier mit der Maus schon wieder? Mann, der kriegt immer die ganzen Dinger. Ich schieße ihm eine halbe Stunde in den Rücken. Oh, hier ist noch eine Rüstung. Hier ist noch so ein Herzchen. Das sind hier Plus. Ja. Ich weiß, ich meine. Oh mein Gott! Ich krieg auch immer den Rücken. Ja, ja. Oh, den hab ich. Ja, ja, einen HP abgezogen. Ich gehe da jetzt hoch. Ja. Ah, da ist sie. Guck mal. So, Kalle, jetzt lass mal. Der war hinter mir. Nee. Oh, was? Hab ich dich gekillt? Nein. Nee, das geht ja gar nicht. Aber ich hab dran geglaubt. Für einen kurzen Moment. Nein! Wo liegt das? In der Mitte. Du hast das schon wieder? Oben, unten? Nee, hier unten bei diesem komischen Quake-Zeichen da. Ja, aber wir müssen ihn fraggen, Kalle. Das ist richtig. Das ist die eigentliche Aufgabe. Ja, aber wenn sein Strahl viermal mehr Dollar ist, als nee, meiner nee, drinne, das darf jetzt keine Ausrede mehr sein, Kalle. Oh, wen soll das denn treffen? Immer so ab und zu so einspringen. Ja, dich! Verdammt! Jetzt sammel das ein, Kalle, das liegt da rum. Sammel es ein! In der Drehung! So, jetzt fraggen wir ihn, Kalle. So. Ist der Blitz? Das ja, Ding ist weg. Hä? Das Ding ist leider schon weg. Wie? Er hat gesagt, die Krieg. Ja, ja, aber es ist. Weg. Der ist hier bei mir? Bei mir? Er ist low, er ist sehr low. Hol's hier. Welchen Teil von low meinst du denn? Ja, der hat irgendwas. Zack! Weg! Zur Seite. So, jetzt geh zu der roten Rüstung. Die ist krass. Und ich geh. Ich hab die gelbe, glaube ich. Die gelbe? Jetzt spielt er mit dem Granatenwerfer. Ich glaube, das ist so BM, wenn man das Ding benutzt. Nein, 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 das ist gut. Das ist mit die beste Waffe, glaub mir. Granatenwerfer? Klar, glaube ich. Weiß ich nicht, wie ich das finde. Leute. Mhm. Wie geht's euch? Ist noch alles cool? Ja, Moral noch intakt? Klar. Ich höre die ganze Zeit nur wii wii wii. Ich sehe keine Gegner. Okay, ja, der ist unten, Kalle. Ich glaube, der macht sich mal so einen Timer an, wann sein Quadra-Dingsbums da wieder kommt. Der ist oben bei der roten Rüstung. Oh, scheiße, Bruder. Alter. Jetzt hab ich's. Ja, der hat extra gewartet. Scheiße, nein, 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 nein. Das war so bitter. Was machst du denn da? Ja, ich treffe dich viermal, aber es reicht halt nicht. Viermal? Viermal? Immerhin die rote. Aber das ist halt trotzdem. Reicht das nicht immer? Der hat einen Vorteil hier, 2 gegen 1. Ja, ich habe dir das von Anfang an gesagt. Das hat er nicht umsonst gesagt. Das Spielchen hier. So, aber jetzt. Ab jetzt läuft. Komm, Aim-Duell!
Ah. Hat das eine begrenzte Reichweite irgendwann? Ja. Ah, okay. Ich dachte, es wäre cool. Hey, hey! Ah, bei dir. Du kannst die rote nehmen, dann bist du aber halt tot, ne? Ja, ja. Ah, ja. Das hab ich auch gerade. Man muss mal immer abbiegen, was wichtiger ist. Aber erstmal gut aussehen. Ah, das war blöd. Ich hab ihn! Ich kann's nicht glauben. Okay, wo ist Quad Damage? Hier, glaube ich. In der Mitte. Ja, in der. Ja. Direkt unter dem Rocket Launcher. Ja, yeah. Zweimal hintereinander! Ja, jetzt haben wir. Jetzt geht's los. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, weiß nicht, eine Minute? Nee, zweieinhalb. Ja, easy. Jetzt kenne ich die Map. Oh, scheiße, Bruder. Ich habe ihn aber gehittet. Wo ist er denn? Ja? Ja, dieser Laser. Ah, hier bist du. Willst du aufhören? Ah! Ja, Etienne, da musst du früher aufstehen bei mir. Ich hab Trash Talk. Er hat wieder dieses wieder, ne? Der Gerät. Er hat das, glaube ich, 10-mal eingesammelt, so in dem ganzen Match. Ja, können wir ohne das Ding spielen? Dann würden wir dich easy wegmachen, Etienne. Ja, können wir nächste Map machen. Ohne Quad. Ja, also. Ja. Aber gut angetäuscht. Das stimmt. Von wo war das denn? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, vor allem. Ja. Ist das mit Headshot und so? Die grüne Knarre? Nee. Keine Headshots. Okay. Gibt nur Frags, ne? Gibt nur gefragt werden. Ich sag dir jetzt, wie es ist, ja? Wir machen jetzt noch so ein paar Ehrenfrags. Und dann klatschen wir in den anderen Games weg. Der läuft von mir weg. Alter. So. Geil. Siehst du, da hat er keine Chance. Nee. Oh nee, der ist auf die Rocket Launcher. Oh, du bist tot. Ja, ja, der hat aber nichts mehr. So, Leute. Wollt ihr noch was sagen in den letzten 30 Sekunden? Ich würde dich gern bumsen. Warum haust du jetzt. Also. Ja, ich würde noch gern was sagen. Du bist auf jeden Fall enttäuscht. Das geht besser. Na, ich. Machst du nix, ne? Boah, Kalle, du machst so komische Geräusche immer mit deinem Auge. Im Auge? Nee, das machen wir nicht. Solche Nahkampftötungs-Dings. GG. Ja, GG. Ja, wollen wir anfangen? Ja, reicht doch zum Warmspielen. Wollt ihr noch eins? 41,8. Andere Map oder lieber One-on-One, damit ich weniger zum Fragen habe? Tut mein Arschloch weh. Ich ehrlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krass ist. Aber ich hab's dir gesagt, wenn er so ist wie so einer dieser Leute, die uns da auch so nass gemacht haben. Ja, gut gespielt. Ja. Dankeschön. Aber warum warst du so still die ganze Zeit? Weil ich, ja, das. Ich kann nur entweder Quake spielen oder reden oder Gehirn benutzen. Das geht einfach nicht. Das ist alle spastischen Bewegungen brauchen extrem viel. Ja. Hätten wir vielleicht auch machen sollen. Ja, einfach mal die Schnauzen halten, ne? Ja. Naja, ich sag ja, dafür sah ihr cool aus. Das meintest du am Anfang. Ja. Hättest du einfach sagen können, du redest nicht, wenn gezockt wird. Ja, aber ich rede ja nicht, es ist ja nicht, dass ich nicht rede. Guck's dir noch mal an, wie ich aussehe beim Spielen. Es sieht schon ein bisschen aus, als ob ich eine OP nötig hätte. Okay. Ja, cool. Leute, was soll ich sagen? Es war gar nicht, ich hätte nicht gedacht, dass ihr überhaupt Frags macht, ehrlich gesagt. Also, echt? Wir haben schon so ein paar gemacht, ne? Warum? Ja, weil, also, in der Regel, ich habe natürlich auch ein bisschen, ich wollte eigentlich versuchen, euch zu Selbstmorden zu bringen, sodass ihr im Minusbereich landet. Dadurch habe ich, dass die ein oder andere Aufeinandertreffen ein bisschen riskiert. Zum Beispiel, wenn du diese Säge rausholst oder so. Aber das war schon gemerkt. Ihr habt relativ schnell, also die Adaption, sage ich mal, dafür, dass ihr das so gut wie nie gespielt habt, ihr habt relativ schnell gemerkt, okay, wir brauchen die Rüstung, wir brauchen diese Items, da gibt's die Quad. Das sind natürlich die Basics, aber wenn man die schon mal hat und das Movement, da sehe ich durchaus Potenzial, Henno. Steigst noch ein in die Quake-Szene?
Ja, das muss ich mir jetzt anhören. Quake, es war gerade QuakeCon. Wie viel gab es da Preisgeld? 10.000? Ey, das sind halt Peanuts. Ja, ich weiß. Da habe ich ja 6-mal so viel. Also wegen sowas fange ich jetzt ein Game nicht an, bin ich ehrlich. Ja. Aber die Zeit, damals waren, damals muss man wirklich sagen, zu Quake-Zeiten, als es Turniere gab, wo du mit einem, also denkt euch mal 20 Jahre zurück, das war vor YouTube, vor Twitch, vor allem. Das ist halt der Vorteil, man hat nichts über dich gefunden. Ja. Man konnte dich nicht einschätzen. Man sieht da nur irgendein Royal Beef und dann sitzt du da, hast Gesichtsakrobatik, genau was du meintest. Aber da kann ich. Da war's, aber das, was ich angeguckt habe, da warst du deutlich schlechter, oder? Oder sah es nur schlechter aus, weil der Gegner deutlich besser war? Als ich weiß es nicht mehr, was das war, aber da hast du dir natürlich auch, es gibt immer Situationen, ich bin jetzt auch, ich bin ja nicht Weltklasse oder so. Also. Also ich Nein, also zum Beispiel die Abstufung, ihr kennt es ja vom E-Sport, wenn du dir jetzt irgendeinen, weiß ich, wer der weltbeste League of Legends Spieler, Counter-Strike Spieler nimmst, und du bist. Ja, ja, schon. Klar. Da reicht ja schon, wenn du Global Elite bist und der andere ist Newbie oder aber, so. Aber für mich war es halt so ein bisschen merkwürdig, weil ich habe dich ja schon mal in Valorant weggemacht und da dachte ich eigentlich, boah, der kann ja nichts. Ja. Nach dem Motto. Also kann ja nicht so schlimm werden. Aber ist ja auch der gegensätzlichste Shooter. Aber das ist halt auch, also ich habe auch nie Counter-Strike gespielt, außer hier auf dem Sender. Ne? Das ist halt schon ein ganz anderer Art von Spiel. Ne? Das ist präziseres Aiming, würde ich sagen, bei Counter-Strike. Hier sprintest du ja durch die Map. Und hier ist es mehr so, ja, auch Movement und so ein Kram und viel mehr Waffenwechsel zum Beispiel. Du bei Quake. Aber da wäre doch Fortnite voll was für dich eigentlich. Welches? Fortnite. Fortnite? Ja, ist auch schnell, sehr schnell, sehr viel auf Movement. So mit da kommt noch eine weitere Komponente Bauen hinzu, deswegen ist Skill Gap auch da noch mal deutlich höher als bei Quake. Ja, und aber die Zeiten haben sich geändert, Henno, weißt du? Ich komme aus einer Zeit, da war ich, habe ich irgendwie 5 Stunden am Tag Quake gespielt, damit war ich aber auch dann deutschlandweit, gab es nur 5 weitere, die so viel gespielt haben. Weißt du? Du kommst auf jeden Fall aus einer Zeit, wo ich nach der Schule vom Fernseher dein Gesicht gesehen habe. Also von daher ist auch schon lange. Da war schon mit Quake dann vorbei. Aber heutzutage, wenn du online gehst, die Kids da draußen, die spielen 10 Stunden jeden Tag und dann hast du einfach keine Chance mehr. Ja, aber das kann man sich einreden, Etienne. Oder man arbeitet an sich. Ich habe schon lange aufgehört, an mir zu arbeiten. Was spielen wir jetzt? Was ist eure Wahl, Jungs? Also, ich würde auch mal dieses 1 gegen 2 ausprobieren wollen, aber auf der anderen Seite sitzend. Ja. Und da dachte ich an ein Spiel, was ich halt Siedler. Aber ich spiele es nicht mal lang, also oder viel, würde ich gar nicht behaupten. Ah. Aber das ist schon ein Spiel, das mag ich gern. Und da dachte ich, wir können mal eine schöne Runde Siedler 4 gegeneinander zocken. Siedler 4? Hm. Ja, okay. Also Siedler habe ich halt gar keinen Plan von. Ja, ist nicht schlimm. Ich hatte ja auch keinen Plan von Quake. Ja. Zufällig ist es hier auch installiert, sehe ich gerade. Ernsthaft, ja. Ja, sogar mit Community-Patch. Hier ist sogar neben mir ein Platz noch installiert. Denn, Ja, ich sehe es gerade. Das ist ja sogar schon an, das Spiel. Ja, dann würde ich sagen Ich würde das mal vorschlagen, also dann Chiara, wie sieht's aus? Kannst du Siedler? Nö. Scheiße. Du willst mich trotzdem lassen. Warte mal, wie muss man denn hier? Ich weiß nicht mal, wie man ins Spiel reinkommt. Du musst auf Spielen klicken. Ist nicht so wie bei Quake. Ja, Dankeschön. Claps danke. Im Chat. Poggers. Poggers, Claps, alles im Chat. So. Läuft bei mir das Spiel schon oder was? Okay. Ja, ich glaube, du musst da noch mal raus, oder? Was spielen wir denn? Bin ich in Führung hier? Wie kommt man hier überhaupt raus aus dem Spiel? genau, auf den Computer. Nee, da drunter. Und dann die Türe mit dem Pfeil durch die Tür. Genau, weil du verlässt ja. Ist das eine Tür? Beenden. Ja. Hä? Das ist eine Tür. Oh Gott. So. Ja, wie spielen wir das jetzt? Würdest du sagen, eben die Map-Wahl bei Quake, das war so deine Hometown? Nee, mein Lieblingsmap ist eigentlich Blood Run. Die ist ein bisschen kleiner noch. Aber die ist eigentlich eher eine 1 gegen 1 Map. Mhm. Aber die ist schön, man hat noch so ein Portal, kann man so, kommt man richtig schnell rum. Mhm. Da gibt's auch richtig, also gibt's auch schon in einem One-on-One mal 30 Frags. Ich stimme, ich will auch sagen, richtig gut gespielt, Ede. Ich habe dich noch nie Quake spielen gesehen. Nee? Ja, danke schön. Nein, also wirklich, das war, ich war
Ich hätte nicht gedacht, dass er so gut ist. Ich war ein bisschen erschrocken, das klingt natürlich jetzt blöd, wenn man dann so gewonnen und auch irgendwie unzufrieden ist. Aber es gibt hier eine Taste auf der Maus, dann verändert sich die DPI-Zahl. Ich bin da leider immer dran gekommen und dann plötzlich machst du nur so eine kleine Bewegung und hast irgendwie kompletten Schwindelanfall. Das ist mir zwei, dreimal leider passiert. Aber auf Händen klicken. Das hat man auch gemerkt, das war dann, das hätte man besser machen können. Kalle, ey. Bin ich nicht schon in deiner so, jetzt? Nee, du musst hier, wie geht das? Das sieht echt aus wie so Hugo früher. Ah, du bist noch in einem anderen Game. Dann drück mal rechts unten den großen roten Button. Jetzt auf mehr Spieler. Jetzt musst du kurz warten. Das Spiel ist ein bisschen älter. Genau da. Okay. Okay, jetzt warten wir noch auf Eddie. So. Hello. Da. Muss noch Team 2 gehen. Wo schließt man denn den Bums hier? Ja. Na gut. Okay, ihr müsst Team 2 auswählen. Haben wir. Kann die AI, also AI noch mit uns spielen? Die habe ich jetzt nur als Blocker drin. Schade. Guck mal, da unten ist die Map, die musst du dir merken. Okay. Wir sind, guck mal, ich bin 3, ich bin oben links. Wir können das auch anders. Ihr könnt auf einer Seite sein, ich auf der anderen, mir ist egal. Es macht bei der Map nichts aus, weil wie ihr seht, das ist einfach nur, jeder hat so seinen Bereich. Kalle, wie gut kannst du das denn? Ach, du spielst ja gar nicht mit? Guck mal ein bisschen. Okay, wir spielen gegen Henno, okay, allein, alles klar. Ich bin fast so gut wie Was ist hier mit diesen Symbolen? Bedeuten die irgendwas? Muss ich da was auswählen? Also, ihr könnt unten wo das Fragezeichen ist, könnt ihr euer Volk auswählen. Ich erkläre gerne vorab, Etienne. Da könnt ihr euer Volk auswählen. Es gibt die Römer, die Wikinger, die Maya, die Trojaner. Wir spielen hier mit Add-on, ne? So. Das sind Römer. Ja, komm, die haben am längsten durchgehalten, die Maya. Das stimmt. Also. Ja, wobei Maya haben. Ja? Was haben Maya? Naja, da gab es die Römer schon nicht mehr. Wo es die Maya noch gab, ne? Was ist denn gut hier? Konnten die nicht eher denken? Ich nehme hier die. Was gut ist, kommt drauf an. Was ist dein Playstyle, Etienne? Aggressiv. Aggressiv. Ja, dann Maya. So, ja, woher kennt man denn, wer hier Maya sein soll? Er hast schon richtig. Okay, dann nehme ich die. Okay. Was ist das für die Symbole? Sind einfach nur so. Farbe, genau, die sind über euren Türmen. Und wenn ihr ready seid, klickt ihr unten auf den großen roten Button. Okay. Okay, machen wir ihn platt. Tower Rush. Hast du? Auf den grünen Button? Ist bei dir grün? Ja. Ah, die müssen ja. Wie schließe ich die denn? Ich habe noch nie in meinem Leben Siedler gespielt. Hast du jemals ein Aufbauspiel gespielt? Gilt sowas wie Warcraft, Starcraft als Aufbauspiel? Nee. Ja, so Anno meinst RTS du und sowas? Halt. Nee, sowas nicht, nee. Aber das ist doch weniger ein RTS, sondern eher Civilization, Aufbau. Kann man das noch dazu zählen? Ich glaube, wir können tatsächlich die Map nicht spielen. Weil man kann Slots gar nicht schließen. Okay, dann mache ich eine Random Map. Ach nee! Sorry. Jetzt weiß ich wieder. Habt ihr denn Fragen? Ja, wann geht's los? Viele, viele Fragen, aber ist auch egal jetzt. Das kriegen wir schon hin. Okay, ich hab nochmal auf. Ihr müsstet nochmal rausgehen. Okay. Also grundlegend, ihr braucht Holz und Steine, ist so essentiell. Ja. Und später könnt ihr später gibt es ja ein paar Truppen. So, ich muss mit Chiara wechseln. Ich muss einmal auf 1 bis 2 klicken. Ja. Mhm. Okay. Let's go. Let's go. Ihr seid Team 1. Wir haben jetzt Community-Patch, das heißt dreifache Geschwindigkeit. Weil das ist halt wirklich ein Spiel für Rentner. Eigentlich. Deswegen gibt es da dreifache Geschwindigkeit. Weil dann ist nicht ganz so langsam. Okay. Wie kommt's, dass du so ein Fan von Siedler bist? Habe ich früher gern gespielt. Und dann, eigentlich habe ich es nur früher gespielt, als sie rauskam, als Bubi. Und dann bin ich vor 3 Jahren aufgewacht, zur Weihnachtszeit. Und dachte so, Alter, ich habe übel Bock auf Siedler 3. Und dann kam parallel diese History Edition von Uplay raus. Also von Ubisoft. So, legen wir los. Ne? Das ist schon der Remaster hier, ne? Das sieht schon. So sah das gar nicht aus. Ich höre gar nicht. Okay, ich habe keinen Sound, aber das wird schon. Ich habe auch keinen Sound. Egal. Brauche ich nicht.
Also ich habe gehört, man soll erstmal Häuser bauen oder so. Dies ist die Holzfällerhütte. Also ihr müsst jetzt erstmal Häuser gebaut. Ja, ich baue Holz. Holzfällerhütte. Ich baue Aufbauspiele so, dass ich einfach nur wirtschaftlich überleben kann, aber okay, jetzt. Ich baue eigentlich immer einen Laserturm, damit jemand mich angreifen kann. So, warte. Steinmetz brauchen wir auch, um Stein zu holen wahrscheinlich. Sägewerk. Hä, die Map ist doch... Das ist wie Kingdoms of Keflings. Kennt ihr das noch? Die 360 gab es so ein billiges... Ich schätze mal... Was meinst du noch vorhin? Das ist ein Spiel, das... Ach so, könnte in der GameStar sein. Ja, genau. Könnte so gratis bei der GameStar dabei sein, irgendwie so. Aber ich verstehe nicht, warum ich keinen Ton habe. Oder ich hab Ton, er ist nur sehr leise auf dem Ohr. Egal. Bei mir kommt Alter, wie viel Spezialisten? Die stehen halt alle nur rum. Das kann schon bei so Strategiespielen immer kein gutes Zeichen. Wie kriege ich die denn jetzt dazu, dass die Holz holen? Das machen die, glaube ich, automatisch. Ich habe jetzt noch so ein Försterhaus gebaut. Wahrscheinlich. Braucht man das? Ach nee, warte mal, die jagen, ne? Scheiße. Ich check's mal. Die haben noch nicht mal ihr erstes Haus. Ach nee, die pflanzen Bäume. Ja, ja, das stimmt. Okay, das passt. Dann säge ich doch noch ein bisschen. Ich baue noch eine Holzfällerhütte. Wie crazy ist das denn? Alter, ich baue einfach zwei Holzfällerhütten. Ich habe auch so viele Leute, die nur rumstehen, die müssen alle arbeiten. Dann haben wir einfach, wir machen einfach einen Holzsieg. Ich baue einfach eine Mauer aus Häusern. Wer mehr Holz hat, gewinnt. So ist es. Guck hier, da tackert es schon hoch, das Holz. Einfach so. Hä, und das ist schon schneller jetzt? Ja, das ist mal drei. Geht übel ab. Hey, ich habe übel viel Adrenalin bei mir gerade. Okay. Ist auch gerade ein bisschen umgekehrt wie eben, weil eben war Eddie die ganze Zeit so entspannt, also so voll drin. Ja, aber das Ding ist so, ich kann jetzt ohne Hände erstmal machen. Ja, mach halt. Was kannst du machen? Wieso kann der nichts machen? Nee, ich bin erstmal fertig. Ich hätte auch einfach dein Volk nehmen können sollen, dann hätte ich abschauen können. Naja. Steinmetz Forsthaus gebaut. Wie überrennt dich halt einfach? Ich baue einfach alle Gebäude durch. Wahrscheinlich braucht man auch keinen Bäcker, das ist Quatsch. Das kleines Wohnhaus ist ja völlig... Ah, ich habe mich ein bisschen verbaut. Das ist Krieg, ärgerlich. Du baust, wer baut denn im Krieg? Baut man doch Steinmine, alles klar. Ein bisschen ärgerlich. Muss man... Warte mal, war das bei Siedler, wo man... Ich check gar Alter, nichts, bin ich Alter. Dumm. 41 minus 5 ist 36. Bin ich dumm. Ja, das verstehe ich auch nicht. Größtes Missplay meiner Siedlerkarriere. Kannst du dich quasi auch selber ausspielen? Ja, übel krass. Sehr gut. Alter, was mache ich denn? Steinmetz. Ist das jetzt so? Ich habe doch Steinmetz gebaut. Steinmetz baue ich hier. Okay. Muss man Wege bauen oder so? Mir ist unangenehm. Ich glaube nicht. Hast du das nicht gesagt, hätte es keiner gereilt. Ich weiß nicht. Meinst du? Also, ich laufe mal ein bisschen rum. Also, deine Truppen haben in meinem Bereich halbe Power. Okay. Das heißt, wenn du in dem Spiel ist Rushen nicht so gut. Zumindest nicht. Ja, aber ich brauche doch Ressourcen, noch habe ich alles auf dem Platz. Ich habe gehört, du würdest auch Chiara in Age of Empires besiegen. Was? Ich kann doch keine RTS Ede. Hä? Klar. Nein, ich spiele keine RTS. Nein. Gerne, Ädchen. Mara, ich habe dich verwechselt. Mara kann das. Auch. Ja? Wir haben hier ein paar gute Age of Empires Spieler, glaube ich. Florentin? Marco war der Beste. Ja? Ja. Und der gehört ja quasi noch zu uns. Hast du gegen den gespielt? Ja. Und? Das waren so privat ein paar Matches. Aber kennst du Niklas? Ja, kennst du von Bonjour, ne? Ja. So, der war ja seinerzeitens von einem richtigen E-Sport-Titel Semi-Pro, würde ich sagen. Sagt er selber, glaube ich, auch. Und den habe ich weggemacht in Age of Empires. Ziemlich easy. Im Best of Three. Es war sehr competitive und hat Spaß gemacht. Sag mal, hast du dir gemerkt, wie die Map aussieht? Ja. Okay, ich du bist, wir sind oben. Alter, wie schnell geht das? Ach, wir sind oben, da muss ich nach unten. Er ist irgendwo unten. Wir sind schon mit allem fertig hier, die Leute. Ja, mal drei. Hier, guck mal, die machen nichts. Die stehen nur rum an der, am Stein und die metzen nicht das Stein. Die metzen nicht das Stein. Ist das überhaupt ein Satz? Ja, doch, ich habe schon verstanden. Du musst Arbeitsbereich auswählen. Arbeitsbereich? Klickst auf die Steinhütte, dann gibt's da so eine Zielscheibe und dann klickst du, also links, du klickst auf die Steinhütte, dann gibt's links einen Reiter. Und da ist so eine Zielscheibe, da klickst du drauf und dann kannst du den Arbeitsbereich setzen mit Linksklick zu den Steinen. Oder du baust ihn einfach direkt an den Stein dran. Klar. Alter, was ist denn überhaupt meine Steinhütte? Naja. Also scheinbar arbeiten meine Leute, ist schon mal gut. Holy shit. Also ich habe selber noch nie mal drei gespielt. Ich finde das gerade überragend, oder? Das ist der größte Spaß meines Lebens, ganz ehrlich. Also, sag ich ja.
Ach nee, ich habe noch keine Steinmetzhütte. Wofür sollte man in so einem Spiel eine Metzgerei bauen? Die müssen halt essen. Damit die einfach alle fett werden und. Ja, sonst arbeiten die nicht. Aha, okay. Sag es dir. Ich baue erstmal eine Bäckerei für die Motivation. Ich sehe schon, wir haben voll die Idylle, voll die geilen Städte und dann kommt Henno und macht alles kaputt. Ich komme jetzt. Guck mal, versuch mal ein bisschen bei ihm auf dem Bildschirm zu gucken. Ich weiß nicht, weiß nicht. Ich habe auch das Gefühl, seine Arbeiter bewegen sich viel mehr. Aber gut, meine stehen auch nur rum. Ach, hier sind meine Ressourcen. Okay, wer braucht denn schon Gold? Kann man hier auch eigentlich Todestruppen irgendwas? Todestruppen? Ja, Kämpfer. Ja klar, dafür brauchst du, du musst im Gebirge dich vorarbeiten, mit Türmen erweitert man seinen Bereich. Ja. Und dann kriegt man einen neuen Bereich und dann kann man Truppen produzieren. Ja, man nimmt ein Gebirge ein, kann da Erz schürfen und Kohle, und dann kann man eine Schmiede bauen, eine Erzschmelze, dann eine Kaserne und dann kann man Truppen bauen. Echt simpel eigentlich. Hast du gut erklärt. Gut verhandelt, ja. So, wo kommt das her? Aber man kann auch angeln. Man kann auch angeln. Oh, das geil. Geht dann schneller. Da kann man angeln? Richtig nice rushen in dem Game. Okay, wir treffen uns am See. Ja. Bring deine Angel mit. Eisenerz, wieder Schwefel. Alter, ist alles fertig, Kalle. Ja, ich sehe das. Das ist so fast. Mal oder? Drei. Ich such den Turm. Es ist so schnell, ich komme gar nicht hinterher. Im ganz. So. Du hast ja goldene Reiter links oben und silberne Reiter, richtig? Ja. Genau, und es ist im ganz rechten silbernen Reiter. Ah. Rechts oben. Großer Turm, kleiner Turm. Kleiner Turm, ja. Reicht alles völlig klar. So, das dann. Das wird ein Gamechanger. Ja, ja. Kaserne? Ich habe ja sogar schon eine Kaserne. Ja, ich baue jetzt schnell noch einen Turm. Ach so, ah das ja, verstehe. Ah, jetzt. Na gut. So. Da muss man ja richtig viele Türme bauen. Welche Ressourcen? Holz, Stein, habe ich alles. Sehr gut. Chiara, ich bin dafür, wir machen einen Pferderush. E-Sport. Wir holen jetzt alle unsere Einheiten? Wir bauen nur Pferde. Okay. Puh, das ist aber auch ganz schön aufregend, das Spiel. Da kann man schnell schwitzen. Ach so, kann ich die Leute so ausbilden? Hey, haben die überhaupt Pferde bei mir? Die Römer müssen noch Pferde haben. Was stimmt. Pferde? So, machen wir, ja. Nee, wait. Kohlemine, komm. Hab's auch schon länger nicht mehr gespielt. Ähnlich wie bei dir mit Quake. Kohlemine. Es gibt so viele Minen, ich weiß überhaupt nicht, welche am besten ist. Dies ist die Goldmine. Kohlemine auf die schwarzen. Du musst das Gebiet erstmal erforschen mit Geologen. Da hast du ein paar in deiner Anfangsbase. Die stehen da rum, die haben so kleine Spitzhacken. Geologen? Wie soll ich die denn finden? Muss ich die dann anklicken oder was? Ah. Ja. Hier, da. Nee, da ist ein Kämpfer. Der hier. Ist das ein Geologe? Guck mal, Chiara, ist das ein Geologe? Ja, könnte sein. Ich guck gerade über meine Einheitenliste nach. Hier habe ich einfach aufgeklärt. Wo hast du denn eine Einheit? Oben drüber, neben dem Haus beim Goldenen. Rechts daneben. Hilf. Dann sehen da, siehst du lauter uns eben geholfen? Ja, und aber da versuche ich ja auch gerade den Geologen zu finden. Ich finde den Geologen nicht. Komm, jetzt geh rum. Kann doch helfen. Getreide. Mensch. Lass mich mal gucken hier. Jäger, Schmelzer, Metzen, Wasserwerk, Schiffsbauer, Wagenbauer, Tempeldiener, Heiler. Agavenbauer? Ja, klar, Agavenbauer. Also letztendlich. Pionier. Ah, da ist der Geologe. Ich habe schon 13 Schwertkämpfer, ja. Nee, du hast das Schwerter. Du hast 13 Schwerter. Ach so. Das ist ein Unterschied. Ja, egal, dann. Schwertkämpfer und Schwerter. Wirf sie in die Menge und dann haben wir Schwertkämpfer. So, letztendlich, die Leute müssen alle was zu tun haben. Ist immer wichtig, dass sie was zu tun haben. Da steht jeder rum, das ist nicht gut. Ganz, ganz blöde Grundvoraussetzung. Die Hinsicht bereit. Ja. Ja. Das ist schon mal das eine. Die Geologen, die findest du, aber das war schon mal nicht schlecht, die Liste eigentlich gerade. Ja, aber wenn ich die anklicke, kommen die ja nicht. Genau, aber. Du willst ja quasi auf diesen Reiter mal. Also das zweite Männchen von rechts. Da willst du mal rauf. Das sind so Spezialisten. So, jetzt sind wir schon mal an einem Ort. Ah. Du kannst ja auch alle anklicken. Und der mit der Spitzhacke. Da. Also so rein aus kompetitiver Sicht, weiß ich, ob das die ideale Wahl hier war. Doch, doch. Den da? Das ist ein Dieb. Und das ist quasi. Das ist.
Die Vorstellung, dass das dreifache Geschwindigkeit ist. So, ich das war Gag, du hast insgesamt 5, die hast du schon. Ja, geil. Wenn du jetzt da Doppelklick drauf machst, ja, sollten die auch angewählt sein. Also wenn du den anwählst, dann kannst du die auch anwählen. Ich klicke mal auf irgendwas hin, vielleicht laufen. Okay, ist alles weg. Dann kannst du die auch erweitern. Wenn du nämlich auf diese Pfeile unten klickst, dann kannst du mehr davon produzieren. Ach, so produziere ich. Okay, ich kenne das nur, dass man Häuser anklickt und dann werden die vermehrt. So. So. Hast du aufgepasst? Nee. Okay. Aber ich habe einfach mal jedes Gebäude, das ich konnte, gebaut. Sehr gut. Ich will ja auch, dass meine Arbeiter arbeiten. Aber mein Gebiet hat sich aus irgendeinem Grund extrem vergrößert. Können meine Leute verhungern? Ja, wegen dem kleinen Turm. Wegen dem kleinen Turm. Wie bitte? Können meine Leute verhungern? Nein. Sehr gut. Kein Essen für meine Leute. So. So, ressourcentechnisch, glaube ich, liege ich weit vorne. Ich habe 49% Schwert. Und 47 tätige, hier, dieser. Was ich soll glaub, das denn sein? Also, ihr müsst halt die Wirtschaft zum Laufen kriegen. Ja, das nicht muss leicht halt. Die Leute müssen nur durch die Gegend laufen, da ist keine Pause genehmigt. Das, was Kalle sagt. Aber wie, woher weiß ich denn, wer was macht? Einfach durch die Aufträge, einfach ganz viele Aufträge geben. Ja, auch nicht zu viel. Du brauchst immer genug Holz und Stein, ja? Die, damit die auch immer ackern können, weil wenn es kein Holz und Stein gibt, dann ist es schwierig. Ne? Also bietet es sich an, mehrere Steindinger zu bauen. Genau. So. Gold hab ich und generell die ganzen Werkzeuge, also die müsst ihr auch beauftragen, wenn ihr Werkzeuge braucht. Beispielsweise, wenn du ein Steinmetz willst, dann brauchst du ja neue Spitzhacken irgendwann, weil du sonst keine mehr hast. Du kannst eine Steinmetzhütte bauen, aber wenn du keine Spitzhacke hast, dann macht er da nichts mit. Genau. Wie baue ich denn eine Spitzhacke? Waffenschmied. So. Wie ein Echt. Das ist eigentlich selbst erklärend. Ich sag ja nur. Ist im zweiten Reiter. Waffenschmied genau da, ganz unten, glaube ich. Oder links, das müsste Ausrüstung sein. Zweite Reihe, der zweite silberne Reiter von links ist so alles für Bergwerk, Erd, Schmiede, Schmelze, Waffenschmied, so ein Kram. Aber ich habe jetzt auch, meine kriegen jetzt auch Werkzeuge. Gut. Was machst du eigentlich die ganze Zeit, Henno? Ich ziehe gerade meine Farmen hoch. Dann gibt's gleich lecker Essen. Willst du nicht mal angreifen? Also sag mal so, Maximil ist schon fast voll. Wie bitte? Und dann sind sie jetzt bald voll. Ja. Ja, ist jetzt, ich mach das jetzt hier nicht so. Ja, mach einfach jetzt ein paar Sachen. Ich mach jetzt einfach dann gleich Ende und. Also ich hab eine Waffenschmiede, aber musst du selber wissen, ob du angreifst. Ja. Das ist echt, also. Was ist denn hier? Also, eins, die steht es, meine Ressourcen werden nicht alle. So ich kann nicht weiterbauen, glaube ich. Irgendwas fehlt. Irgendwas ist passiert. Scheiße. Wir stehen nur dumm rum und machen nichts. Was ist hier los? Guck doch mal, was da los ist, Kalle. Ja, ich muss ja hier auch die Distanz bewahren. Ne? Du musst ja mal positionieren und auf deiner Seite stehen. Ja, klar. Man ist jetzt auch nicht dafür bekannt, hilfreich. Also hilfreich. Ja, schon. Oder was? Ich habe 2 Gold. Das kann doch gar nicht sein. Supi. Wieso kann ich denn Gold haben, wenn ich gar keine Goldmine habe? Ja, du hast ein Anfangskontingent. Ah. Generell, Ressourcen hast du am Anfang ja so ein paar von jedem Wischen. Ja, bei mir ist irgendwie. Ach so, jetzt bauen sie wieder. Irgendwie ist ein bisschen Stillstand. Ich glaube, ich habe zu viele Sachen in Auftrag. Ja, das ist immer die Krux. Und jetzt herrscht hier ein bisschen, die hängen hier auch nur rum, machen gar nichts. Ich muss mal meine ganze Militärsler. Oh, da ist ja ein Schneemann. Mittleres Wohnhaus, vielleicht sollte ich das abreißen, um den. Können die nicht mehr da abhängen? Sensen. Wichtig. So. Was spielen wir danach? Noch hast du nicht gewonnen. Ich habe sehr viele Bauern, die einfach nur kriegsgetrieben sind. Also pass mal auf. Also ich glaube, ich habe auf jeden Fall die faulste Stadt hier. Hier macht keiner was. Das ist bei mir auch so. Ich baue einfach eine Taverne und dann sollen sie halt zufrieden sterben.
Eisenerzmine. Habe ich doch auch schon gebaut. Was soll das denn? Aber ich kann jetzt nicht noch ein Gebäude dahin bauen. Was ist das? Lager. Oh, Lager. Eselzucht. Ich habe schon einen Esel. Hafen, Anlegestelle, Werft, großer Tempel, kleiner Tempel. Marktplatz. Lager. Ja, ich habe hier gerade irgendwie... Übrigens, wenn ihr so ein Wohnhaus baut, heißt es eigentlich nur, dass ihr Einheiten zur Verfügung habt, aber nicht, dass sie schon zugeordnet sind. Kann aber also sein, dass um eure Wohnhäuser dann ganz viele Leute rumstehen, genau, die nichts machen. Das heißt, ihr müsst ihr in Auftrag geben. Aber wie? Naja, indem du halt quasi in deinem Personalreiter die Aufgaben verteilst. Zweiter goldener... Achso, was meinst du? Achso. Ich kann da ja nichts anklicken. Zweiter goldener Reiter von links, Siedler, dann zweiter... Reiter von links, Silber, Grundberufe. Und da gibt es Planierer und Bauarbeiter. Davon musst du ein paar machen. Weil die Planierer machen hier den flach, machen die alles. Ich verteile. Und die Bauarbeiter, die ziehen die Gebäude hoch. Und wenn du davon mehr hast, hast du mehr Gebäude, hast du mehr Eco. Ach so. Ach. Ist das kompliziert gemacht. Okay, jetzt... Check ich's. So, dann geht's langsam los mit Nahrung. Jetzt tut sich was. Jetzt haben sie alle Ausbildungsberufe. Bäckerei war schon mal ein guter Ansatz vorhin. Fischerei. Jetzt tut sich was. Alter, da muss ja erstmal auf dieses Menü muss erstmal kommen. Okay. Jetzt ist hier Berufsschule. Guck mal. Los, schafft was. Ihr habt genug gecornert vom Wohnhaus, ey. Ach, ich mach jetzt richtig. So. Guck mal, jetzt geht's richtig, jetzt geht's auch dem Wald hier an den Kragen. So. Försterei macht auch Sinn, neue Bäume pflanzen, ne? Also nicht nur abholzen, sondern auch nachhaltig das Ding weiter gestalten. Weil keine Bäume, kein Holz. Ne? Gut. Das ist. Okay, ich muss auf den zweiten goldenen Reiter, dann auf den. Ich habe jetzt langsam ein bisschen Steinprobleme. Wie macht man denn Kampfeinheiten? Du brauchst eine Erz- und eine Kohlemine, eine Eisenschmelze, einen Waffenschmied, eine Kaserne. Am besten sogar zwei Kohleminen, weil die Schmelze und der Waffenschmied, die brauchen ja beide Kohle. Ich glaube, dann baue ich doch keinen. Das ist ein friedliebendes Dorf. Was ist denn einfach mit einer, sich eine Keule schnappen und angreifen geworden? Ja, dann wären wir wieder bei Quake. Ja. So. Holzfällerhütte, hier habe ich doch alles. Kleines Wohnhaus. Stein. Steinmine. Hätte ich schon viel früher bauen müssen, glaube ich. Wahrscheinlich. Hier ist gar kein Platz. Ich habe lauter unfertige Gebäude. Sieht wirklich ein bisschen aus wie ein Spandau bei mir. So ein bisschen runtergerockt. Wohnt ihr da eigentlich wirklich? Nee, das ist alles Greenscreen tatsächlich. Ich wohne seit Gitterbad. Aber du bist doch gar nicht aus der Ecke da ursprünglich. Nee, ich bin da hergezogen wegen Freaks Fury Gaming. Habe ich ein Praktikum gemacht vor 6 Jahren. Und dann bist du da geblieben? Dann bin ich da geblieben. Weil das ist einfach so schön. Die Havel, die Spree. Die Kultur dort. Ja. Boote. Viele Boote. Ja, das haben wir leider hier in Hamburg gar nicht. Warum seid ihr hier in Hamburg? Das musst du Budi und Simon fragen. Nö. Da kann ich nichts zu sagen. Hä, wo wolltest du denn hin? Mir war es egal, weg aus Köln. Ah. Das war das Einzige, was ich wollte, war weg aus Köln. Ah, cool. Schau mal, ist das Fleisch? Das läuft jetzt. Ja, ja. Wieso, was soll denn eigentlich diese Frage? Das klingt so abwertend. Wohnt ihr da wirklich? Denkst du, wir denken uns das aus, oder? Nee, ich meine, es kann ja sein, dass ihr euch so Spandau nennt, aber in Wahrheit irgendwo schon gar. Also, dass man da. Brandenburg oder was? Ja, keine Ahnung. Ist ja irgendein Trick fürs Mikrofon? Das drückt mir übel das Ohrläppchen ab. Schüch. Nee, muss man mitleben. Okay. Muss man mitleben. So, Axt. Aber so, mach mal was. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf das Spiel. Ja. Das ist mir hier. Ich.
zu actionreich. Kann ich eigentlich alle meine Soldaten gleichzeitig anwählen? Oder gab's das damals nicht? Du kannst ein Fenster ziehen. So, ne? Und dann, genau. Ah, also ja. Einigen wir uns auf unentschieden. Weil dann hole ich jetzt eigentlich irgendwie so eine, gibt's dann so bestimmt noch so Statistiken, wer wie viele Ressourcen oder ich so. Sag jetzt einfach gemeinsam alle Leute holen, die wir haben. Ich, wie denn? Ich kann ja niemanden hier befehligen. Hast du nicht ein paar Soldaten? Weiß ich nicht. Soldaten müssten wir haben von Anfang an. Ich weiß nicht, wo die alle herkommen. Ich habe eine Grundausstattung, ne? Also jeder hat so ein paar. Genau. Ja. Ist ja vorhin auch schon aufgefallen, du hast Schwerter. Die kann man auch einsetzen. Ah, ja. Gegen das eigene Volk. Kannst du die Schwerter tatsächlich verteilen und sagen, jeder nimmt sie jetzt eins und dann geht's los. Ja, ist ja so. Im Grunde genommen. Ah, ich habe die scheinbar schon verteilt. Ah, dann brauchst du neue. Dankeschön. So. Ja, das sind zu wenig Leute. Weißt du, wo er ist? Nee. Ich wollte ein bisschen mich mal. Nee, Moment mal, ist er genau neben mir? Ja, das ist. Nee, das, nee, das bist du? Okay. Es ist so eine richtig gut organisierte Stadt, dann bin ich das. Deine Stadt sieht wirklich schön aus. Bei mir ist total Chaos pur. Aber okay, ich weiß gar nicht, wie man die Insel verlässt. Ich habe kein Schiff oder so. Nach unten oder oben gibt es einen Weg. Unten und oben. Man ist ja so eine Insel und man hat dann so einen kleinen Kanal. So. Das wird richtig krass. Hä, was bauen die denn da? So, wo ist denn jetzt? Letzten Endes. Das ist schon eher ein gemütliches Spiel, ne? Wir spielen hier ein Community-Patch, Leute. Das ist die dreifache Geschwindigkeit. Normalerweise ist es dreimal so langsam alles. Bis die Gebäude fertiggestellt sind. Das ist echt was für einen gemütlichen Sonntagabend. Ja, so also für die Weihnachtszeit. Deswegen kam ich damals drauf wieder. Ah. Dieser Hinweis mit den Schwertern könnte jetzt in den nächsten Momenten interessant werden. Dass wir die verteilen können? Ja. Der Hinweis mit den Schwertern? Wo ist überhaupt meine Kaserne? Ich erkenne die Gebäude gar nicht. Okay, hier. Wenn wir kurz drüber hover, dann wird der Name aber auch angezeigt. Mhm. Genau. Wir erklären ja gern. Oh, hier gibt's schon Acker-Match. Oh Gott, ich muss auf meine... Wer ist blau? Oh Gott, meine Leute, ich hab nicht aufgepasst. Welche Leute? Okay. Ede, es liegt an dir. Hä? Was ist passiert? Oh Gott. Ey, da ist er. Ich seh ihn. Ja, ich hab ihn schon ein bisschen geschwächt. Oh, aber der sieht krass aus. Oh, guck mal hier. Hier kommt's zur Schlacht. Du hast irgendwen in die Luft geschleudert, sehr gut. Der hat voll die krassen Einheiten, guck mal. Das sind die Seelen, die emporsteigen, wenn die killed sind. Grün sind. Mhm. Der frisst die einfach auf. Grün sind die, die hochfliegen sollen. Okay. Ja, gut, also da ist Eddie, okay. Ja, ja, genau, lauf mal da weiter. Bei mir ist, das war aber nur meine Scout-Armee. Kann ich eigentlich Leute einfach so anweisen, hey, mach mal bitte einen Graben auf meine Insel? Mach mal bitte ein Grab. Ja, oder das? Aber wieso hat er denn so krasse Einheiten? Wie kriege ich wohl auch solche Dinger? Eisenerzmine ist immer noch plus eins. Der baut die Scheiße einfach nicht. Die stehen schon wieder nur rum, dieses faule Pack. Also ich hätte eher Bock, wenn das neue Siedler draußen ist, weil das bestimmt übersichtlicher. So, ich wandle die jetzt in. Wie sieht denn überhaupt Gold aus? Egal, ich kann nicht umwandeln. Was ist denn hier? Hier wäre ein guter Standort für die Kohlemine. Ja, ich kann ja nichts machen. Wie kriege ich neue Leute? Wohnhäuser. Zweiter Reiter. Nee. Wo waren Wohnhäuser? Ja, erster silberner Reiter. Von links. Holzfäller des Steines. Wie viel hast du? Wie viele Leute? Nee, wie viele Wohnhäuser? Keine Ahnung, aber ich habe 300 Leute. Ey, da sind rote Armee ist bei mir. Bei mir Basis. Auch. Okay, das wird ein Doppelkill. Ich dachte, er konzentriert sich erstmal auf dich. Hey, wir können drüber reden.
Ich baue eine Taverne und dann. Ach, guck mal, die stehen einfach nur rum. Taverne so gibt's bitter. Nicht in dem Game. Hier, die stehen einfach nur rum und lassen sich Mist. Guck dir das ja, oder die verteidigen sich. Ganz ehrlich, mit dem Volk will ich auch nicht weiterarbeiten dann. Ehrlich gesagt, so ein bisschen bin ich auf Hennos Seite in dem Fall, weil das ist so ein faules Volk gewesen. Mm. Und die Strafe, die sie jetzt kriegen, ist ehrlich gesagt auch ein bisschen angemessen. Ja. Das ist halt dafür. Ja gut, wenn du halt nicht arbeitest, dann kommt irgendwann die Armee und nimmt sich. Guck mal, jetzt rennen sie weg. Guck mal hier, sie den ganzen. Dafür reicht's dann wieder. Jetzt nehmen sie plötzlich die Hände in die. Was? Die Beine in die Hände. Ich glaube, weil deine Fläche kleiner wird. Dreifach deine Zone. Geschwindigkeit, so krass. So. Hey, ja. Moment, meine Leute stehen noch. Ja. Man muss auch gar kein, das ist angenehm, man muss gar kein Micromanage machen. Du schickst nee, einfach nur die Basis genau, und die bauen alles kurz und klein. Deswegen bevorzugt man das Spiel. Im Grunde genommen. So. So, gut, was spielen wir jetzt? Gut. Ja, GG. Mhm. Weiß ich nicht. Jetzt spielen wir was keiner kann. Super. Oder irgendwas, wo alle schlecht, also, oder sowas. Keiner kennt, sagen wir es mal so. Fall Guys, das neue Fall Guys oder sowas. Oder Gang Beasts, irgendwelche Minigames. Was worauf habt ihr Bock? Irgendeins, wo keiner FIFA. Sagen kann, ey, da bin ich der Krasseste drin. Da bin ich der Krasseste drin, Henno. Du bist FIFA? FIFA ja. Der Krasseste? Ich aber auch. Ich habe auch schon mal ein Tor geschossen, ne? Ja, aber ich habe FIFA 98. Ja, also ich habe dieses FIFA ausgesetzt, keine Ahnung, aber ich werde ja, dafür offen. Das ist ja schon albern dann. Das ist ja einfach, man setzt ja nicht ein FIFA aus, wenn man FIFA spielt. Ja, ich aber. Ja, du spielst auch kein, du spielst kein richtiger FIFA. Du setzt auch nicht ein LOL-Patch aus, Alter. Willst kein FIFA spielen? Willst nicht. Ich weiß nicht, FIFA, es wird, glaube ich, ich weiß nicht, was wird schwierig. Wir das hier hinkriegen. Kriegen wir das hin? Weil wir haben das nicht auf dem PC. Wir spielen, müssen was auf Steam spielen, glaube ich. Haben wir überhaupt Origin installiert? Kann ich einmal auf Toilette gehen? Geht das? Och, Mann. Oder ist das wir machen erstmal Werbung. Bei Spanner haben wir so Katheter. Wir machen Werbung und dann kannst du an deinen Katheter und dann spielen wir gleich hier ein drittes Spiel, ein Decider. Unangenehm ist mir. Das keiner gut kann. Bis gleich. Ich wollte eigentlich auch schon gehen. Aber. Okay, Leute, wir haben uns für eine Disziplin entschieden. Wir spielen Gang Beasts. Das ist ein schönes Indie-Spielchen, wo Erfahrung sowieso wertlos ist. Insofern, kennt ihr das überhaupt? Schon mal gespielt? Ja. Ja. Okay, das klingt überzeugend. Lobby ist offen, ne? Okay, wie komme ich Lobby da ist offen, wie komme ich jetzt da hin? Wo muss ich denn da hin? Online? Wie komme ich jetzt zu irgendwas? Aber du hast deine Lobby aufgemacht, oder nicht? Ich habe gar nichts aufgemacht. Soll ich eine Lobby aufmachen? Ich kann auch versuchen, eine aufzumachen. Gehe ich auf online oder ich glaube, einfach nur auf online, dann ist schon einer offen. Ja, aber da wird. Okay. Ja. Und dann? Über Steam. Okay. Ich kann nur einladen. Kannst du mal Umschalt. Ich lade euch, alle mal ein. Ah ja, okay, wir haben eine Einladung. Ach, scheiße, jetzt stelle ich die Lobby ein. Ich habe gar keine Ahnung. Ja, das ist blöd. Ah, guck mal. Wie, oh. Oh, ich. Oh. Und wie geht man in ein Team? Oder ist das jetzt jeder gegen jeden? Ja, die Frags zählen dann, ne? Okay. Okay, ich bin der Typ. Naja, wenn SEK. Wenn ich oder Max gewinnen am Ende, dann kriegen wir einen Punkt, kriegen Spanner einen Punkt. So, ich bin der blaue Lederjacken-Johnny. Ich bin Bauarbeiter. Okay, ich glaube, ich muss jetzt A drücken. Alle müssen A drücken. Muss mir noch einen aussuchen. Ich weiß nicht, wo man. Achso, Modus steht da oben noch. Okay, ich bin jetzt. Also, was ist denn jetzt hier? Best of what? Keine Ahnung. Anfrage an den Matchmaker gesendet. Matchmaker. Best of five haben wir gesagt, machen wir jetzt. Also richtig competitive. Ja, ja. Greife mit beiden Händen nach Mauern, um zu klettern. Wie macht man das? Ich glaube, die L- und R-Tasten. Die sind ja noch viel mehr. Mit den vorderen, nicht mit den hinteren. Bei mir stehen noch ganz viele andere. Ja, warum sind da so viele Leute? Mein Bildausschnitt stimmt nicht. Ich sehe nur das Hinterteil. Ich sterbe. Oh, ich glaube, wir haben. Warum sind da? Wir spielen mit Randoms, Gegner, oder? Ja. Sag mal, das kann normal machen, sein. Oder? Falscher Spielmodus und ich sehe mich auch überhaupt nicht. Vielleicht hängst du irgendwo rum? Könnt ihr mal meine Kamera kurz zeigen? Da, das ist das, was ich sehe. Ja. Ich sehe halt gar nichts. Ich geh mal zurück im Menü und mach schon mal eine richtig krasse Lobby. Ja, ich geh mal raus. Okay, das war's schon aber mal. Aber ich habe den Eindruck, du kennst dich richtig aus. Ja, ich hab's ja schon mal gespielt. Ja, warum stehe ich das? Dann stelle ich so ein, oder? Weißt du, wie es geht? Nee, es ist halt sogar komisch bei dem Game, aber ich kann es mal einstellen, ja. Ich kann es versuchen.
Ah, warte, da oben. Modus. Ah, Gang. Okay. Fußball. Nee. So. Nahkampf, oder? Nee, wahrscheinlich Gang und dann müssen zwei rüber. Geht das? Geht das? Irgendwie eure Farben? Ich kann nichts machen, halt. Ich glaube, du musst das alles machen. Je nachdem, wie die da unten stehen, ist das halt. Mit den Gangs. Ja, nur wie kriege ich die rüber? Einreichen? Aber. Ich kann, wieso kann ich denn hier auf mein Steam-Profil? So, jetzt. Was jetzt? Ist es nicht ein Nahkampf? Gang? Es wirkt so, als würden wir alle zusammenspielen. Wir sind eine Gang. Ja, ich glaube, Gang ist Team-Ranked. So gegen andere. Ja, ich glaube nicht. Und Nahkampf auch. Ist, glaube ich, das wollen wir eigentlich, aber hier brauchen wir jetzt Teams oder halt. Vielleicht müssen wir die Farbe, privat. Warum? Weiß ich nicht. Hat das schon mal jemand 2 gegen 2 gespielt? Jens, da jemand schlau im Chat? Was? Nee. Die sind alle super dumm. Na, kleiner Spaß. Ey, was müssen wir denn machen? Macht irgendjemand irgendwas? Ja, ich habe keine Ahnung von dem Game. Ich, okay, und, komm. Dann. Also, ich kann hier den Modus umstellen: Nahkampf, Gang, Wellen, Fußball. O. O. Pro. O. O. Pro. O. 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 Es ist ein Xbox-Controller. Demnach. Das wäre B, dann, oder? Kreis ist doch. Ja. Kreis wäre theoretisch oh, B. Aber Leute, B ist ja zurück. Aber B ist zurück. Farbe. Y. Okay, habe ich gemacht. Achso, Öffentlichkeit kundenspezifisch. Hä? Ah. Achso, okay. Ah. Benutzer definiert, kundenspezifisch. Ja, es gibt kundenspezifisch und Öffentlichkeit. Öffentlichkeit einladen. Nein. Tim, weißt du es oder sagst du nur nicht? Nee, ich glaube, wir haben es doch. Okay. Nicht? Ich glaube, das hier ist es. Wir sind jetzt aber in der Öffentlichkeit. Ja, dann start doch einfach mal. Nee. Ich kann jetzt umstellen auf Öffentlichkeit. Achso. Oh, jetzt bin ich, glaube, so ist jetzt bin ich hier wieder weg. Wie komme ich da wieder rein? Achso, ich kann dich, glaube ich, einladen. Warte. Scheiße. Was ist denn das auch für eine Übersetzung? Einreichen. Ja. Lobby einladen. Öffentlichkeit. Öffentlichkeit, Public. Kundenspezifisch. Ja, Custom Lobby, klar. Das ist ja kundenspezifisch, was wir hier machen. Okay. Jetzt? Ich glaube, Gang ist tatsächlich. Weil wir haben jetzt blaue Sachen an. Bist du der. Ja, jetzt ist Gang Wars. Mach mal so. Lass mal einfach versuchen. Okay, wer ist denn. Wie kann ich die Gang wechseln? Wer ist denn blau? Ich bin der hier, der die. Nee, das ist schlecht. Kann ich wechseln? Warte mal. Kann ich die Farbe wechseln? Wenn ich nicht ready bin, kann ich vielleicht die. Ja, mit LB und RB, glaube ich. Ah, ja. So. Jetzt bin ich blau. Achso, dann muss ich jetzt rot werden. Ja. Ah, ja, jetzt ist 2 gegen 2. Ich bin hier der Luchador da. Okay, du bist blau jetzt. Und jetzt? Nee, ich bin der einreichen oder was? Nee, dann sind wir noch nicht ready. Wieso? Oh, Ede war doch jetzt auch blau. Wieso, du bist doch bei mir, du. Ja, aber ich bin auch blau. Hä, nee. Du musst ja nur in meiner Gang sein. Nee, nur deine Hose, aber deine Haut ist rot. Echt? Ja, schau die Füße mal an und dein Gesicht. Also, ich kann mir das merken. Okay. Theoretisch. Ja. Ich meine ja nur. Entschuldigung. Nein. So, dann einreichen. Hä? Nein. Nee, Kalle muss noch. Achso. Sicher, dass ich jetzt. Hoch hier, ne? Ja. Welcher bist du? Ich bin der Wrestler. Okay. Der ganz rechte bei dir. Okay. Geht's los? Und jetzt auf Start drücken, ganz oben beim Menü, über Modus. Jetzt läuft ein Teil. Ist doch gar nicht so schwer. Ja, ging doch ganz easy. Sonst können wir nochmal Quake spielen. Anfrage an den Matchmaker. Aber dann müssen wir zu dritt vielleicht. Ja, auch nicht. Oder FIFA. Oder Gangbies Fußball. So. So. Gang Container. Okay, jetzt scheint es zu laufen. Ja, wir sind auf der richtigen Seite. Okay, wir spielen es ruhig, Kalle. Okay. Okay, komm mal wie ran. Greift man nochmal? Komm mal. Mit der vorderen runter. Schultertaste. Der kommt erstmal runter. Mit Y schön runter. Jetzt eskaliert aber die Stimmung. Ich häng noch. Wer ist denn bei mir? Oh mein Gott. Das bin ich. Ich lass dich los. Ich hab ein Problem. Oh nein, das bin ja. Ich helf mir, Chiara. Wie schlage ich? Mach ich. Ich weiß nicht, wie ich hier. Kalle, ich brauche hier Unterstützung. Ja, ich hänge hier gerade ein bisschen misslich. Ich halte mich fest an ihm. Oh, Hilfe! Nee. Oh mein Gott. Hilfe! Ich weiß nicht, wie ich da hoch. Oh mein Gott, jetzt du hast einen Helfer dort. Komm ich da wieder mach hoch? Einfach mal. Klettern, aber schwierig. Ich hol dich. Nein. Noch haben sie nicht gewonnen. Nimm meine Hand. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie losgelassen. Blau gewinnt. Ich hänge aber noch. Ich lebe noch. Ich hänge hier. Was rausschneiden? Okay. Ja, war eine gute Testrunde. Sehr gut. Sehr gut. Warm-up. Wir haben einen Stern. Spandau verliest. Schlagen tut man übrigens, wenn man, glaube ich, nur eindrückt. Genau, ich höre gar nichts hier. Hier, glaube ich, nur kurz reindrücken dann. Alles klar.
Hört ihr alle was? Oh, nicht aus so einer Eisscholle. Ich höre Musik halt nur, Spiel, aber ich höre nicht. Okay, es geht los, wir sind auf der Scholle, Achtung. Ich mach jetzt einen ruhigen. Bruder, ich hab mich verwechselt! Ja! Ich hab mich verwechselt! Du, hilf mir. Oh, ich bin auch da! Hilf mir! Gib mir dein Gesicht! Hilf mich hoch! Lass, du musst loslassen! Ja, wie stemme ich mich hoch? Okay, geil, Chiara. Nicht nochmal rein, nicht nochmal rein. Okay, wo sind die? Ich hab dich! Okay, er ist easy. Du komm doch! Komm doch! Er kommt auch ihr! Oh Gott, ich lebe noch! Wie geht das? Oh Gott, nein. Komm, Chiara, nicht warten! Ja! Ich geh doch da jetzt nicht rüber, wenn die da drüben sind. Abgesoffen. Naja, ja, aber jetzt kommt gleich Zeit und dann haben wir gewonnen, oder? Ja. Würde ich erwarten. Ich teste jetzt erstmal alle Knöpfe hier. Oh, scheiße. Ey, Chiara, ich wäre ein bisschen geschockt, dass du mich da einfach so hängen lässt. Okay, ich geh doch da jetzt nicht rüber. Jetzt guckst du weg. Okay, die haben sich da eine gute Position. Jetzt, ja, Chiara, komm! Schmeiß sie doch einfach rein! Nein, nein, nein. Rein damit. Das ist meiner. Den nehme ich gleich wieder mit nach Spandau. Hau zu. Ja, beide gleichzeitig! Unentschieden wäre auch nicht schlecht. Warte mal, Max, Vorsicht. Nein, ich liege. Er liegt, er ist tot. Jetzt kannst du einen Wrestling-Move. Ich bin halt in der Unterzahl. Oh, Scheiße. Jetzt. Ich hab sie. Oh mein Gott, nein, mich. Jetzt hab ich sie. Ja, es. Nein, nein. Nein. Wie werfe ich, wie werfe ich? Loslassen wieder die Griffe. Ja. Oh, sie ist auf mir drauf. Oh! Chiara, Kletter raus, Kletter raus. Geh du auf, ich zieh sie runter. Ich lebe noch. Oh, ich möchte sie. Also nicht. Ja, ja, I know. Jetzt ist er. Nein! Ja. Wieso ist sie nicht untergesoffen? Ja, jetzt Halle. Schüttel ihn ab! Mach schüttel ihn ab! Dreht ihn, schlag ihn, beiß ihn! Ich bring ihn auch an ihr dran. Ah, glaube ich. Unentschieden. Ja, ja. Was? Wieso kannst du schwimmen? Ja, weiß ich nicht. Passiert. Oh, das war der war wichtig. Rot der gewinnt, war wenn, dann wir doch. So, jetzt Miracle Run, Junge. Ach, Mist. Ja. Das leuchtet mir nicht ein, warum Rot gewonnen hat. Ja, auch nicht. Taktik. Oh, der Fahrstuhl, man kennt ihn. Ich glaube, wir sollten rein. Die gehen in den. Oh mein Gott! Lassen die einfach machen, die fallen schon runter. Ja, oder? Ja, ich glaube auch. Geil. Wollen wir wieder so hochgucken? So, wann kommt ich wette, oben passiert gleich was und dann sind beide weg. Das bleibt schön. Oh okay, shit! Okay, die braunen. Nein, geh da nicht hin! Ciao, Eddie! Das war der erbärmlichste. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt rüber. Oh nein! Ich gehe jetzt rüber. Meine Scheiße. Ich weiß nicht wie. Die Scheibe mein Helm. Wie mache ich die Scheibe kaputt? Die Scheibe ist meine Kopfnuss. Ah, wie geht erbärmlich. Aua, aua! Warte mal. Ja, kommt doch her. Wie macht man das mit der Scheibe? Da, ist kaputt. Jetzt können wir reinjumpen. Ach, die war nicht kaputt. Ja, ja. Ja, ich fange euch. Oh. Ach, so, doch nicht. Scheiße. Ihr habt sie echt. Oh. Kalle! Hey, ich seh nix. Okay. Jetzt ist es. Jetzt raus da. Was passiert hier? Oh mein Gott. Ey, diese Fenster. Blöde Scheibe, Mann. Lass die mal kaputt machen. Ah. Oh Gott. Lass mich los. Oh Gott. Nein. Chiara. Aber warum lässt er denn los, wenn du loslässt? Aber wieso ist meiner nicht in den anderen Fahrstuhl? Du bist halt schuld. Stark. Es tut mir leid, dass ich bislang noch keine große Hilfe war. Alles gut. Oh, das war eigentlich eine safe Runde. Das sind aber auch schwierige Gelände. Ja, ja. Halte beim Klettern Springen gedrückt. Belüftung. Oh, da gibt's irgendwie so einen Fleischsalat. Irgendwie so ein Mähdrescher bestimmt oder sowas. Ja, okay, ja. Nicht okay. Runterfallen. Wir sind die Gegner. Ich will's nur mal erwähnt haben. Komm, die? Du gehst die vor. Sind da drüben. Also. Auf Kreises Kopfnuss. So. Beide zwei nach vorne. Oh, scheiße. Oh, der ist K.O. Ich bin K.O. Wie boxt weg mit man dir. Denn? Nein. Nein, doch. Lass mich nein, her, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja, ja, ja. Kontrolle, Kalle, Kontrolle. Kontrolle. Ich hab Eddie. Komm, ich geb dem Kopfnuss. Gib dem Stein eine Kopfnuss. Oh, scheiße, nein. Oh, Alter, das hab ich nicht erwischt. Wow. Oh, shit. Tschüss, lass los. Lass los. Nein. Okay, ich weiß nicht, wie ich. Achso, du lebst auch noch? Oh. Lass mich. Ich bin. So, Eddie, du und ich. Wir sind beide runtergefallen. Das reicht jetzt. Nee, ich lebe. Komm her. So, komm her. Lass du das los? Ich lass nicht los. Wie du das verbiegst. Henno. So, jetzt hab ich dich. Du kommst jetzt schön damit runter. Bitte, Ede, mach's einfach. Ich häng hier so rum. Komm, ciao. Komm, du kommst jetzt schön hängst da. Hängst immer noch? Ja, ja, bring, zieh mit. Ich lebe. Okay. Zieh mit, zieh in den Tod. Sie hängt da. Ja. Ey, der riecht schon. Die Kamera war schon die ganze Zeit nicht mehr da. Okay. One for the team. Nice gemacht. Ja. Also ich glaube, wenn man jemanden hält, wie wirft man den denn? Man muss fünf Punkte. Ja, man muss fünf Punkte. Es ist gut Glück. Wer zuerst fünf hat, ist alles noch im Rahmen. Du musst aufhören, runterzufallen, bitte. Okay. Ich halte mich hier fest. Nee, doch nicht. Ich komm. Komm, zwei gegen einen immer und dann haben wir es leicht. Guck, ich werf. Ey, ich werf Kalle einfach hier in den Heck. Nice. Nein, das aufhalten. Oh, ja.
Eddie, komm, du willst auch, So, jetzt reicht's mir mit dir, Kalle. Ah. Oh, vorsichtig, die Stangen. Ich bin K.O. Jetzt. So, hier, ich geh das weg. Das ist so bescheuert. Oh nein, ich bin sehr gut. Ja, komm mal her, wir müssen nein. Einer. Nein! Stopp! Oh. Ich halte mich hier fest. Das ist meine Schlange. Lass mich! Ich lass dich! Oh, ob das mir richtig einen ins Gesicht gegeben hat. Hör mal! Ja, ja. Mit links greife ich, mit rechts boxe ich. Ich hau rein. Lass mein Cape! Lass mein Cape! Nicht von hinten! Nicht von hinten! Oh, jetzt. Oh. Ey, das ist gefährlich hier! Vorsicht. Nee, jetzt! Sei mal K.O. So, jetzt gehst du rein. Oh. Nein! So, Henry. Nee. So, jetzt hier mit dem Kopf. Ach, stimmt, in die Soße rein. Oh Gott, ich bin ja K.O. Oh mein Gott. Geil. Nein. Eddie, jetzt geh da runter. Nein. Ich steck fest. Niemals. Ich helf dir mal, Max. Nein, nachher verzetteln wir uns hier. Chiara, wo bist du? Komm, ich steck fest. Chiara! Was machst du denn, Chiara? Kalle, du musst es sein. Ich steck hier voll fest, es tut mir so leid, ich wollte ja kommen. Jetzt. Warte mal, komm, ich muss mich akklimatisieren. Ganz kurz. Mach einen ruhigen. Aber ich glaube... Kopf. Schön. K.O. Jetzt mach dir denn diese Kopfstöße. Mit B, mit B. Mit B? Ja. Warte mal, lass mich mal los, bitte. Nee. Und jetzt. Schön. Immer. Und rechts, links. Schöne Kombination. Ja. Ja. Oh! Ja, Chiara! Hüpf raus. Box ihn! Ja, er ist weg. Hüpf doch raus! Ich kann nicht! Du hättest greifen können! Du stirbst! Yes! Was heißt für ein Drecksgame? Die machen das. Ja, weiß ich nicht. Die suchen sich auch nur die Spiele aus, die können. Ja. Ja, jetzt kann ich dir sagen, ich habe vor 20 Jahren schon im Gangbies-Clan gespielt. Hey, Chiara smurft einfach. Ja, aber übelst. Habt ihr schon mal gespielt? Ja, einmal jeden Abend. Ich will da rein in diese. Einmal jeden Abend. 10 Stunden. Jetzt geht's aber ins Gesicht. Jetzt geht's richtig still. Du kommst erstmal runter. Henno? Henno! Wie frech ist das denn? Also, ich nehme, oh mein Gott! Der macht einen Abgang. Was ist hier los? Sehr gut. Lebe ich noch? Ja! Was? Ja! Was war das denn? Das war gerusht. Wieso geht der Boden weg? Ja, das ist ein Davon brauchen wir mehr. Ja. Ah, ja. Reverse Sweep. Jetzt Miracle Run. Ja, wie Schalke. Ja. Das ging schnell jetzt. Oh, shit. Okay. Wir müssen einfach einen fokussen, glaube ich. So, wir müssen immer zwei gegen einen. Ja, sehr weit auf lassen wir hier rum. Oder wo? Okay. Ja, okay. Da sind die. Komm, Zugriff. Nee, die kommen, die rennen schon wieder. Ich gehe in die andere Richtung. Wir müssen die Aggressoren sein. Warte mal. Eddie. Okay. Ich warte nur, dass die Kamera sich dreht. Ich bleib ganz nah. Oh, die sind hinter mir! Chiara! Alle beide oder ist nur einer? Nee, alle beide. Beide! Okay, komm, ich hol sie mir. Okay. Geht mir zuerst. Komm für den. Okay, jetzt. erstmal. Jetzt! Erst nehme ich weg. Ja, Chiara! Werf ihn einfach rüber. Oh nein! Ja! Die kommen nicht mehr hoch, oder? Ah! Nein, raus mit dir! Warum bist du denn schon wieder runter? Nein! Sie fällt auch! Okay. Gegen Eddie schaffst du es! Komm! Der kann nix! Bam! Oh, Alter, bring ich mit dem Kopf gegen die Stange! Übers Gelände! Ja. Oh nein! Jetzt kommt. Nein, lass ihn los! Er soll dich loslassen! Lass mich los! Kopfnuss! Mach ich, drücke alles! Bam! Ey, sehr gut, Ede. Schön die Kopfnuss rein da. Nein! Ah. Nochmal rüber! Nein, oh, Schlinge. Max, wir brauchen nur noch diesen Punkt. Sehr gut. Und dann noch zwei. Aber ist ja egal. Und tragen nicht vergessen. Mit Y hochheben. Ah, hier, mit Y. Hochheben. Ja. Das mache ich die ganze Zeit, Kalle. Drückt halten. Gut. Ja! Und jetzt Mufasa, ihn weg! Nein, lass nicht los! Bruder! Komm schon, ich weiß nicht, was ich drücken muss! Ja! Nein. Oh mein Gott! Nein! Nein. Ja. Fuck. So läuft das hier. Das sagst du mir jetzt mit dem Hochwerfen und Y. Ey, das habe ich am Anfang schon gesagt. Okay, sie haben jetzt einen Vorteil. Er weiß, was Sache ist. Ja, ich weiß es aber jetzt auch. Komm, nur noch ein Match, Ede. Das kriegen wir hin. Oh, jetzt ein richtiger Ring. Okay. Ring. Ja, das Wrestling. Ich die ganze Zeit, wie kriege ich die da? Meine Homebase. Okay. So. Aber wann hat man hier verloren? Wer zuerst aus dem Ring geht, der hat gewonnen. So. Warum kannst du mich immer hochheben? Schade. Kannst du bitte meinen Popo in Ruhe lassen? Hier. So, und so, hau den raus. Scheiße, der will nicht. Nice. Wieso gehe ich den K.O. hier? Alter. So, jetzt aber. Nee.
Jetzt, Kalle, jetzt hör doch mal auf, ey! Ist doch nicht zu fassen. So, jetzt habe ich einen K.O. Oh, aber nicht mehr lange. So, jetzt frage ich dich wieder. Und tschüss. Hey, so, da bin ich wieder drin. Hält sich an meinem Kopf fest. Oh Gott. Jetzt nein. Wann? So, ich hab sie. Oh, nein. Eddie, nicht du schon wieder. Oh, scheiße. Oh Gott. Das war knaus. Ei. Nein, 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 nein. Oh, shit. Oh nein. Oh. Und raus damit. Ja. Oh, nein. Das wollte ich. Jetzt, Chiara. Kommst du jetzt da rüber? Verabschieden voneinander. Kommst du jetzt darüber? Alter, das ist dumm. Kommst du jetzt darüber? Lass mich doch mal los, ich will mich doch nur mal. Ich hab zwei Leute, nein, Ede, mach irgendwas. Ich hab sie beide. Ist eigentlich auch egal, was. Beide rüber jetzt! Ich hab dich, Kalle, ich hab dich. Oder so. Ich halt dich drin. Jeder hat einen Arm oder ein Bein von mir. So, jetzt kannst du okay, entspannen. Okay, nochmal K.O. schlagen hier. So. Ich krieg den nicht da hoch. So. Und jetzt raus. Nein! Stirb! Stirb! Ey, lass doch mal meinen. Stopp, ich hab ihn! Das ist richtig dumm, wenn man ein Cape hat, oder? Ja, aber es ist auch richtig so, dumm, wenn man rausfliegt. Warum bin ich nie unten beim. Ja! Ja, jetzt Hilfe, Hilfe, Hilfe! Fuck, das kann doch nicht sein! Ja, okay, wir machen das nicht ganz entspannt. Ich krieg ihn nicht. Zieh mich erstmal rein, zieh mich erstmal rein. Wie krieg ich ihn? Loslassen, ja, das ist. So, wir haben uns. Okay, jetzt müssen wir. So, und jetzt, ich hab ihn. Jetzt einfach, schlag ihn einfach tot. Schön, weg damit, weg damit. Und geh aus. Gegen, Pressing, Pressing. Sehr gut, sehr gut. Du musst schlagen, schlag zu. Und wenn du mich kriegst, ist egal. Chiara. Ich hab ihn erstmal, ich zieh erstmal wieder rein. Wir müssen ihn hier drin verprügeln. Ich halte ihn fest und schläg ihn. Ja, genau, ganz obere Knopf, ja. Schlag ihn. Schlag ihn doch bitte. Wenn du A gedrückt hältst, kannst du dich gleich befreien. Ja, schön. Über den Hinterkopf und noch eine Kopfnuss. Wenn du oft A drückst, kannst du dich gleich befreien, wenn sie dich greifen. Das wusste ich gar nicht. So, jetzt, der ist out. Ja, dann halt mich doch nicht fest. Nach oben, jetzt, zack. Raus, hau zu. Er ist komplett weggetreten. Jetzt raus mit dem. Bitte. Weiß ihn doch raus. Ich versuche es. Roy Rumble. Schlag ihn, schlag ihn! Kopf, schlag Kopf, ihn! Kopf, Roy Rumble. Ja, richtig gegen! Der ist K.O., der kann nicht mehr! Raus! Ich spring jetzt mit dem raus! Ja, ja, nein! Nein, er hat sich noch! Ja, Ede, nein! Ja. Nein! Mann! Oh, ein noch! Jetzt wirklich Fokus. Raus! Okay. Komm, Chiara. Ja. Ja, das wir waren doch schon das so. Ist unser Ding. Ich weiß auch nicht. Ah, Leuchtturm, ja. Es fällt tief. Leuchtturm, es fällt tief. Okay, wir spielen safe. Ich muss es machen. Direkt, komm, wir gehen hier rein, da sind wir sicher. Ich bin nicht, ich hab das Gefühl, der Boden ist fällt halt okay, okay, wir gehen nicht hier rein. Max, du hast mich nicht so hastig. Nicht so hastig, Max. Nicht so hastig. Ich hab einen, ich hab einen. Du nur Etienne, der ist richtig kacke. Oh Gott. Ich spiel jetzt konzentriert. Ich bin fürs Team, du musst ihn hauen, damit der. Hüpfen auch, viel hüpfen, wenn er dich hat, und dann in die andere Richtung. Halt dich irgendwo fest, bitte. Oh nein, ansonsten okay, reiß ihn mit Kontrolle in den Tod, rein. Ansonsten reiß ihn einfach mit. So. Nein. Warum hat er dich... Wieso jetzt kann ich ihn nicht loslassen? Ja, weil er dich auch... Ja, gib ihm. Hau ihn weg. Ich lege am Boden. Ruhe, ja, hol dich aus. Er holt dich, meine ich. Das Geländer ist aber... Warum? Spring weg. Spring weg. Jetzt vielleicht ein Hieb? Mach entspannt, geh erstmal rein. Ich will ja rein die ganze Zeit. Ja! Wir haben es geschafft! Das war so easy! Alter, das Game ist so einfach. Einfachstes Spiel. Man muss halt wirklich das mit A wissen, dann mit Y. Ah, schade, Mann. Ja, gut gespielt. GG. Ja, Eddie, also was soll ich sagen? Ja, du hattest einfach recht. Ich würde sagen, also am liebsten würde ich sagen, ich wäre enttäuscht, aber bin ich halt nicht. War schön. Unglaublich. Der Skill in Gangbeasts und Siedler ist einfach. Das tut gut, ne? Oder? Was ist denn da gerade passiert? Weißt du, wir sind 3 Stunden gefahren, ne? Hätten wir jetzt verloren, wäre scheiße. Das wäre echt scheiße gewesen. Wie können wir nicht mehr verrückt fahren, was anderes? Solche Lappen verlieren. Ich weiß auch nicht. Vor allem danke, danke. Klatsch den Chat, durch. Ja, komm. Oder? Für Kalle. Ja, auch für den Henno natürlich. Ja, danke. Im Siedler hast du ja ganz knapp auch gewonnen. Alter. Aber das hat Spaß gemacht, oder? Ja, jetzt was essen. Jetzt so. Ja. Also, das hat Chiara ein bisschen reingesmurft. Ja, übelst.
Also du kannst froh sein, dass du Chiara hattest gerade. Ich wollte gerade sagen, Chiara hat mich runtergezogen, aber. Oh, ich hab dich ab und zum Stich gelassen. Ja, nein, alles, ich nehme es auch, diese Niederlage auf jeden Fall auf meine Kappe. Ja, was soll man sagen? Ich würde sagen, es ist dir noch längst nicht entschieden, diese Hamburg-Spandau-Geschichte, weil du hast jetzt ja natürlich auch irgendwelche komischen Spiele ausgewählt. Irgendwie deine Lieblingsspiele. Du hast angefangen mit Quake. Du hast angefangen mit E-Sports. Quake ist E-Sport. Ja, Siedler nicht. Nein, wie nicht. Alter Schwede. Hey, Entschuldigung. Ein frisches Plexiglas hier. Ey, was machen wir jetzt? Wie geht das jetzt weiter? Ich lasse das so nicht auf mir sitzen. Ich habe ja auch noch ein paar andere Leute, die zocken können. Nils. Also, für mich ist das durch. Ich brauche jetzt nicht noch irgendwie das. Also, ich habe alles. Wir sind hergekommen. Wir sind mit Trikot her. Wir haben euch nass gemacht. Genau. Und da müsst ihr jetzt schauen, was ihr wollt. Oh. Also ihr könnt gerne nach einer Revanche. Wir lassen uns was einfallen. Ich würde sagen, es ist ja jetzt bald Gamevasion. Wir werden uns ja häufiger sehen im Rahmen der Gamevasion. Da könnt ihr auch wieder aufs Maul bekommen. Und dann können wir ja, mal gucken, ob es da vielleicht auch noch eine gerechtere Spielauswahl irgendwie gibt. Irgendwas so. Du, ich meine, ich hab's vorhin erzählt. Wir hatten einen Tag lang nur Diskussionen mit eurer Redaktion, damit wir Spiele finden, die ihr könnt. Ja, also, hättet ihr halt mit uns geredet. Ja. Du, das kann ich ja nichts führen, ne? Das also, weiß ja, wie echt, das läuft. Naja, gut. Also, dann machen wir irgendwie, keine Ahnung, wir machen auf jeden Fall Spandau gegen Hamburg. Ja. Oder Hamburg gegen Spandau. Wir können das im großen Stil machen. Wir machen Teams, dann gibt's Trikots, ja. Mhm. Dann suchen wir 80 Spieler aus, wir damit den, wirklich am Ende es keine Ausrede mehr gibt. Wir nehmen den Trimax noch mit, der ist ja auch hier. Ja, ja, das ist ein mega guter Bonus für euch, sag ich dir gleich. Was kann der denn? Ja. Clash of Clans. Echt? Ja, Minecraft. Wieder auf hier momentan. Minecraft, cool. Ja, wir werden schon irgendwas finden. Keine Ahnung, wir werden uns auf jeden Fall was ausdenken. Wir können ja machen, jeder kann Spiele nominieren oder so. Oder, naja, dann kommt es natürlich wieder auf die. Oder die Redaktionen machen das. Ja, die Redaktionen machen das. Ja, ich habe keine Ahnung. Irgendwas so Casualiges ist schon gut. So wie hier war es wenigstens spannend jetzt bei Gangbies, auch wenn es nicht von der Folge kommt. Und es war auf Augenhöhe, wie es hier gefallen seid. Aber auf jeden Fall mega geil, dass ihr hier wart und mitgemacht habt. Ja, danke für die Einladung. Vielen lieben Dank. Es war ja nicht direkt eine Einladung, es war ja eine Aufforderung. Ich wollte es jetzt mal so formulieren. Also im Grunde genommen finden wir es immer wieder toll, wenn Leute einfordern, von Spandau gedemütigt zu werden. Ja. Weil offensichtlich gibt es immer noch irgendwelche Hinterwäldler hier auf dem Kiez, die immer noch nicht wissen, wer hier, ne? So. So. Naja, es wird sich bei der Gamevasion zeigen. Wir werden es sehen. Für mich ist Quake das Entscheidende gewesen. Und da für mich Siedler. Ja. Für mich Gangbeats. Ja. Okay. So. Dann hat so jeder was, worüber er sinnieren kann. Und das Comeback, dann, das war dann könnt ihr jetzt auf jeden Fall nach Hause, ihr könnt auf jeden Fall erhobenen Hauptes nach Hause gehen, weil ihr in Gangbeats knapp gewonnen habt. Nicht nur da, auch in Siedler. Ja, Siedler kommt. Das war ein lupenreiner Reverse-Sweep. Ja, ja, ja. Ihr habt 4-1 geführt. Wie bitter ist eigentlich diese Niederlage am Ende? Gar nicht so. Das war's. Wir werden die Jungs noch aufmischen. Ihr könnt euch selber eine Meinung machen dazu. Ja, und vielen Dank, dass Kalle und Henno auf jeden Fall gekommen sind. Aber hoffentlich gehen sie jetzt auch wieder. Ja, ich habe auch Hunger. Ja. So, tschüss. Tschüss. Tschüssi.